Jetzt klemmen wir hier. Kann er... Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Genau. Also müssen wir mit dem Zeug aus dem Inventar das durchschweißen? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ach so. An den Schalter komme ich ja jetzt auch nicht ran. Espresso. Ist die Katze hier frei rum? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Also irgendwie... muss ich aus dem Gefängnis jetzt hier raus. Das ist es. Ich zünde den Baum einfach an. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. Aha, scheiße. Kann die Katze darüber? Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Ja, sagt mal, ist der bescheuert? Wie plemplem ist denn der? Nee, jetzt, das wollte ich eigentlich nicht. Gleich nochmal. Nee, Rufus. Ich glaube, wir müssen nämlich jetzt erstmal schnell zu Wenzel gehen. Zocken die da wieder alle davor? Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss Goal finden, bevor dieser Argus ist. Ja, also doch, es ist Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Das will er gar nicht wissen. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Genau. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand, wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Das ist ein Typ. Der Wenzel, eher Checker. Im Keller? Im Schrank oder was? Goal! Schrank, Schränkchen, da stoppt er die echt in den Schrank. Aber keine Panik.
Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Sie da und von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Wir müssen die Tür irgendwie versperren. Haben wir was? Nee, was ist das hier? Quelle. Scheiße. Zuschweißen die Tür. Das dauert zu lange. Ich will ja, mit Wenzels stinkender Quelle. Ja, ja, Mensch, wo ist jetzt. Wollen wir das hier verklemmen? Ja. Oh oh. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! So, und jetzt sind wir direkt wie so in einem neuen Kapitel, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben kein Inventar, als ob jetzt die Story neu beginnt. Der Horizont, sehr schön. Die eines, von dem du nicht ständig runterpurzt. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. So, also jetzt haben wir die Goal vor den Organon-Typen da gerettet. Jetzt schauen wir uns hier erstmal weiter um. Also hier mal den Kran an. Oh oh. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Die ist nämlich auf der anderen Seite. Na gut, schauen wir uns was mal hier um. Hier können wir nach oben gehen. Hier können wir zum Kran. Na, ich denke mal ganz mit dem Kran die Golie rüberheben, würde ich jetzt bald mal behaupten. Also ich... Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Eben. Sehe ich genauso. So. Jetzt haben wir hier den Sitz.
Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Die ist im Eimer. Weg damit. Dann wird das mit dem Hebel auch nicht funktionieren. Jetzt komm schon! Verdammt! Okay. Also muss ich nach unten. Aha, wir konnten hier nach unten gehen und da unten. Hier können wir zum Tunnelpassage. Also brauchen wir sozusagen eine Sicherung, damit der Kran sich hier bewegt, um Goal zu bekommen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal. Ach, nach unten war das. Hier geht's nach oben. Nach unten hieß halt vom Kran weg. Okay, okay. Das habe ich jetzt in dem Fall geschnallt. Der Kranarm. Also gehe ich erstmal zur Tunnelpassage. Aha, und hier werden wir jetzt irgendwo eine Sicherung suchen müssen. Und die Weichen müssen wir vielleicht auch irgendwie stellen. Schrotthaufen, den können wir nehmen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Kommen wir hier hoch? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber. Ach, hier geht's noch weiter nach rechts. Minibike? Minenbike. Ach, Minenbike. Nichts. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Scheinwerfer? Gut, haben wir schon mal eine Birne. Gehen wir mal kurz weiter hier hinter. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Den habe ich gar nicht erst gesehen. Mir ist sofort der Typ, der hier hängt, aufgefallen. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Oh. Ugh, zu hoch. Ein Bein reicht mir. Das war nicht geplant. Naja, okay. Warte, hier können wir bestimmt die Sicherung. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Reden wir doch mal mit dem.